Wir gehen für unsere Branche von begrenzten Auswirkungen aus. Den deutschen Konsumenten zeichnet aus, dass er in Boomzeiten wie auch in Rezessionszeiten immer ein stabiler Konsument ist. Bedeutet, der Konsum steigt zwischen 1,5 und 2,5%. In sehr guten Zeiten, so wie wir sie zurzeit erleben, konsumiert der Konsument auch mehr in Autos oder er verreist mehr. Das sind aber Produkte, die unsere Mieter typischerweise in den Shoppingcentern nicht verkaufen. Immobiliengesellschaften finanzieren sich klassischerweise langfristig. Bedeutet, wir sind als Gesellschaft davon abhängig, wie sich Kapitalmärkte, Kreditmärkte oder auch die Pfandbriefsätze entwickeln. Und hier gehen wir davon aus, dass die Zinsen noch längere Zeit auf einem aktuellen Niveau oder auch leicht darüber bleiben. Zumal, wichtig zu wissen, viele der Gesellschaften haben noch teure Kredite in ihren Büchern. Auch die Deutsche Euroshop hat in den nächsten 3 Jahren noch Kredite in Höhe von 450 Millionen Euro, die auslaufen mit Zinssätzen zwischen 4,5%. Sollten Zinsen steigen, könnten wir uns trotzdem, so wie andere Gesellschaften auch, noch deutlich günstiger refinanzieren. Und das wird den Gesellschaften auch in der Zukunft noch weiterhelfen. Entscheidend für den Eigentümer sind die Zahlungsflüsse, die sie aus einer Immobilie generieren können, bei uns aus den Shoppingcentern. In den letzten Jahren sind die Preise für Shoppingcenter sehr, sehr stark gestiegen, auf historische Niveaus. Das hatte sehr wesentlich mit der abnehmenden Renditeanforderung von großen Investoren zu tun. Wenn, wie wir erwarten, Mieten nicht weiter steigen und auf der anderen Seite die Renditeanforderungen der Investoren steigen, dann würde es eher bedeuten, dass Immobilienpreise tendenziell in den nächsten Jahren fallen werden. Am Ende ist aber immer die Lage des Shoppingcenters entscheidend für die Stabilität der Einnahmen aus dem Objekt. Und am Ende gilt für uns, wie für alle Kaufleute, im Einkauf liegt das Geschäft. Wenn Sie ein Shoppingcenter in den letzten 1 oder 2 Jahren gekauft haben, zu sehr hohen Preisen, sind Sie von einem fallenden Preis ganz anders betroffen, wie als wenn Sie ein Shoppingcenter vor 5, 10 oder 15 Jahren zu deutlich niedrigen Preisen gekauft haben, so wie wir als Deutsche Euroshop es gemacht haben. Die Internetgesellschaften sind ein neuer Wettbewerber, ein starker Wettbewerber. Bedeutet, mehr Menschen kaufen online ein und besuchen entsprechend weniger Shoppingcenter und Geschäfte. Für den Immobilieneigentümer, für den Shoppingcenter-Eigentümer kommt es darauf an, in der Zukunft die Vorteile des Shoppingcenters zu nutzen. Bedeutet, bequemen und komfortablen Einkauf im Shoppingcenter zu ermöglichen, gemeinsam mit den Mietern. Wir werden sehen, dass Shoppingcenter in der Zukunft deutlich enger vernetzt sind mit der Online-Welt, denn der Konsument möchte schnell, bequem und günstig einkaufen. Und das können wir gemeinsam mit der Internetwelt sehr gut bieten.